Vielfalt ist unser großes Ziel. Ohne Vorurteil sein bedeutet uns viel. Haut von vegan und wenig Liebe. Radio Kufa und der Kanal Casa, die präsentieren zusammen die Pre-Premiere von Casablanca Live. Das Magazin der Jugendeinrichtung Casablanca in Krefeld-Oppum auf der Hauptstraße 24. Casablanca Live. Casablanca Live. Casablanca Live. Casablanca Live. Hallo, ich bin Jamie vom Kanal Casa. Das ist die neueste Ausgabe von Casablanca Live. Die Nachrichten kommen heute von Leo und Sophia. Dieses Jahr wird ein besonderer Geburtstag gefeiert, denn die Kulturfabrik wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Am Eiffelturm wurde ein Feuer durch Brandstiftung ausgelöst. Es wurde herausgefunden, dass das Video mit dem Löwen gar nicht unbedingt in Berlin gedreht wurde, sondern am Casablanca in Krefeld-Oppum. In NRW sind die Sommerferien einen Tag länger wegen der diesjährigen Hitzewelle. Und nun zu den neuen Sportnachrichten. In den Casablanca Olympics wurde ein neuer Rekord in auf ein Bein stehen aufgestellt. Die neue Bestzeit beträgt 3 Minuten und 40 Sekunden. Das waren die heutigen Nachrichten von Leo und Sophia. Vielen Dank an Leo und Sophia für die Nachrichten. Wir schalten sofort ins Wetterstudio zu Rieke. Und noch eine Wetterdurchsage. Packt euch eine Sonnenbrille, einen Pullover und einen Regenschirm ein. Das Wetter spielt heute verrückt. Es regnet, der Wind bläst und die Sonne scheint. Also werdet nicht nass und holt euch keinen Sonnenbrand. Heute ist viel los auf Krefelds Straßen. Und was genau, Sophia? Achtung an alle Autofahrer. Am nächsten Dienstag bitte besonders vorsichtig fahren. Es findet eine Fahrradprüfung für Krefelder Schüler und Schülerinnen statt. Passt gut auf und fährt bitte keine Kinder um. Eine weitere Meldung. Achtung, bei Casablanca Oppum ist die Straße gesperrt, weil Enten über die Straßen laufen. Zum Start der Song Wildberry Lelele von Nina Chuba. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will nach oben, ich will zum Mars, Spaceship mit Panorama. Für meine Besten immer das Beste, kaufe die Welt und keiner bezahlt. Ich will nicht alt werden, Zeit bleibt für mich denn. Ich will nicht warten, will, wenn ich aufwach, in dein Gesicht sehen. Private Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten. Ich will haben, haben, haben. Ich will Lila, dass sich stapelt. Ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ocean View und Beach Waves. Ich hol mir ne Insel, irgendwo in der Südsee, da wo uns keiner findet. Private Spa auf 4 Etagen, in Champagnerbecken baden. Will für immer alles gratis, ich will haben, haben, haben. Ich will Lila, dass sich stapelt, ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele.
Wir beschäftigen uns heute natürlich mit uns selbst. Deshalb kommen jetzt ein paar echte Eindrücke von Jugendeinrichtungen Casablanca, und zwar dem Interview von Andreas mit Leo, Luna, Mia und mir. Ich bin heute in Krefeld-Oppum im Casablanca und neben mir steht Jamie. Jamie, für alle, die das Casablanca nicht kennen, was ist das? Also im Casablanca, da können Kinder hinkommen von 6 bis 12 Jahren. Man kann da mit so fetten Klötzen spielen. Man kann da bauen, ein paar Klötze werfen, wenn man die Ursula oder Leonie fragt. Okay, man kann da für 2 Stunden hingehen und mit Klötzen werfen. Das ist echt wild. Was ist das aber genau? Das ist ein Jugendzentrum. Am Dienstag kann man spielen, am Mittwoch essen wir da. Donnerstag können wir da basteln und Freitag ist es eine Wahl. Und ich habe noch einen Interviewpartner hier. Dein Name ist? Luna. Okay, Luna, wie lange bist du schon beim Casablanca dabei? 2 oder 3 Jahre. Warum hast du da mitgemacht? Weil es einfach eine tolle Erfahrung ist, wenn man da spielen kann und am Mittwoch kann man essen. Und man kann auch in der Ruheecke, wenn es einem nicht so gut geht. Und es macht einfach Spaß. Ja, Casablanca scheint ja wirklich ein cooler, interessanter Ort zu sein. Und hier steht noch jemand neben mir. Mia. Okay, Mia. Und warum machst du beim Casablanca mit? Weil es sehr unterhaltsam ist. Man macht sehr oft Ausflüge. Es kostet meist gar kein Geld und wenn, ganz, ganz wenig Geld. Und man unternimmt da sehr viel mit Ursula und viele Ausflüge halt. Du hast gerade gesagt Ursula. Wer ist das? Eine Mitarbeiterin im Casablanca oder ich glaube sogar die Chefin. Und die plant das halt alles. Ja, und zum Schluss bin ich noch mit Leo verabredet. Leo, deine Aufgabe hier? Also ich helfe Ursula und Leonie. Sie arbeitet auch mit im Casablanca. Wenn es gestritten wird, dann kläre ich das meistens. Oder wenn die Kinder generell Probleme haben, dann helfe ich denen. Und dann gehe ich mit denen zum Beispiel in den Ruheraum. Dann können wir zusammen reden. Dann kann ich ihnen ein bisschen helfen, das Problem zu lösen. Jetzt muss ich mal fragen, viele in deinem Alter, die chillen lieber mit ihrem Handy irgendwo in der Ecke. Warum hast du gesagt, nee, ich will was im Casablanca machen? Weil ich schon mehrere Jahre, ich glaube ungefähr 5 Jahre dahin gehe und ich das schon immer machen wollte. Und jetzt bin ich endlich alt genug dafür. Abschließende Frage. Könntest du dir vorstellen, später sowas beruflich zu machen? Ich weiß nicht. Also ich will schon sowas machen, aber ob ich das hinbekomme, mal gucken. We'll be right back.
Jetzt viel über das Casablanca geredet, aber wir wissen noch gar nicht, wie es dort aussieht. Leo steht gerade vor dem Casablanca. Leo, wie schaut es aus? Also ich gehe jetzt durch die Türe und sehe links direkt das Büro von der Leiterin und gehe direkt auch runter in den Keller, wo auch das ganz Casablanca eigentlich ist. Wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, sehe ich direkt den Eingang und somit auch den Hauptraum mit der Küche, der Sofaecke und dem Toberaum, wo wir dann ganz oft toben können und so. Und in der Sofaecke können wir lesen oder uns einfach mal unterhalten. Oder wir können auch in den Ruheraum gehen, um einfach ein bisschen Ruhe vor den anderen zu haben. Wenn wir jetzt von der Treppe direkt davor stehen, dann ist direkt rechts die Toilette und auch den Bastelraum, wo wir donnerstags immer basteln. Wenn die Toberecke zu klein wird und es schlechtes Wetter ist, gehen wir öfters nach oben in den Saal oder bei gutem Wetter auf die Wiese hinterm Haus. Was machst du am liebsten in Casablanca, Leo? Also ich mag es gerne hinter der Theke, also in der Küche zu stehen und einfach euch zu helfen und immer für euch da zu sein. Ja, vielen Dank, Leo. Weiter geht's in der Sendung mit Justin Bieber und mit dem Song Stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Und zum Ende der Sendung haben wir noch einen ganz besonderen Song. Dafür holen wir Luna ans Mikro.
Der Rap-Song ist in 2 Tagen von uns aus den Casablanca gemacht worden. Zusammen mit den Kindern vom Kanapé haben wir alle den Songtext geschrieben und den Rap-Song vorm Mikrofon eingerappt. Aber hört einfach selbst. Und der Song heißt Schluss mit Mobbing. Aber zuerst möchte ich mich noch verabschieden. Mein Name ist Jamie und morgen gibt's die nächste Folge von eurer Lieblingssendung Casablanca Live. Mobbing bringt doch wirklich nichts. Schreibt dir das mal ins Gesicht. Lass das mal, das bringt nur Trauer, wie eine leere graue Mauer. Lass das mal, das bringt keinen Mut und das ist für keinen gut. Was dagegen hilft, ist wahre Freundschaft. Fragt mich, wann ihr es endlich rafft. Beinchen stellen macht doch keiner. Sei doch nice und nicht gemeiner. Regeln muss man einfach einhalten, um sich eine gute Zeit zu gestalten. Gewalt hat noch nie was gebracht. Es ist viel schöner, wenn man zusammen lacht. Was bringt dir denn schon Gewalt? Was ist mit Zusammenhalt? Jemand wird sagen, Kopf in Kopf muss. Wir sagen Stopp, mit Mobbing ist Schluss. Deshalb bleiben wir korrekt. Gefühle gehören nicht schlecht. Jemand wird sagen, Kopf in Kopf muss. Wir sagen Stopp, mit Mobbing ist Schluss. Deshalb bleiben wir korrekt. Gefühle gehören nicht schlecht. Wir klären friedlich jeden Streit und sind für einen Neuanfang bereit. Stress, Gewalt, gezückte Messer. Zusammenhalt ist doch viel besser. Ausnutzen ist auch nicht gut. Das klaut doch noch viel mehr Mut. Es ist schöner, wenn man zusammen spielt, weil man zusammen gewinnt und allein verliert. Hört doch mal auf euer Herz. So viele Menschen sind voller Schmerz. Beleidigungen sind voll verletzend. Die Stimmung danach ist echt ätzend. Hört doch mal auf euer Herz, so viele Menschen sind voller Schmerz. Beleidigungen sind voll verletzend, die Stimmung danach ist echt ätzend. Jemand wird schlagen, Kopf in Kopf muss. Wir sagen Stopp, mit Mobbing ist Schluss. Deshalb bleiben wir korrekt, Gefühle gehören nicht schlecht. Jemand wird schlagen, Kopf in Kopf muss. Wir sagen Stopp, mit Mobbing